Blutengel ist ja jetzt auch verstärkt wieder live zu bewundern. Was habt ihr denn da jetzt für 2004 in Plan? Ich habe ja gesehen, die Show war ja auch wieder recht blutig. Wird man dann in der Zukunft auch mehr in dieser Richtung wieder erwarten können? Also ich denke schon, es wird auf jeden Fall zum neuen Album auch eine komplett neue Show geben, wo halt also wir momentan uns Gedanken darüber machen, was genau alles passieren wird. Und das wird man auf der Tour sehen können, die im April nächsten Jahres nach dem Album sein wird. Findet ihr das reizvoll, wenn man dann halt so sehr unterschiedliche Bands auch auf einem Festival versucht zu integrieren? Also ich finde es sehr, sehr cool irgendwie. Also es ist sicherlich immer erstmal so, wo man drüber nachdenkt, der Blutengel, passt das jetzt da rein, da kommt ein Umf, wir sind Temptation, irgendwie alles die Gitarrenmusik, aber es haben ja auch Sid gespielt, also rein elektronische Musik und ja, Gosminister auch, ziemlich coole Show und so. Ich denke mal, das passt irgendwie schon alles zusammen, weil ich sehe das halt schon als eine Szene und die Leute haben also bei uns gut abgefeiert, bei den anderen Bands und bei In Extremo wird es nicht anders sein als Headliner. Und ich finde das schon eine gute Mischung, weil das bietet wirklich für jeden etwas. Und wenn ich zum Konzert oder zum Festival gehen würde, würde ich mich freuen, wenn das eigentlich so ein vielfältiges Angebot ist. Weil wenn man irgendwie nur eine dieselbe Sache macht, irgendwie dieselbe Richtung, dann finde ich es persönlich langweilig. Und so finde ich es schon sehr gut. Also ich finde es gut und werde mir auch jetzt nachher noch die letzten Bands angucken. Noch vielleicht ein paar Worte zum neuen Album. Das wird ja im März erscheinen. Chris, kannst du darüber schon irgendwas verraten? Wird es ein typisches Blutengel-Album oder wird es da auch gewisse musikalische Experimente drauf geben? Ich denke, es wird in gewisser Weise sicherlich ein typisches Blutengel-Album werden, weil es ist ja von mir und ich habe mich jetzt nicht so groß verändert, aber wir werden auf alle Fälle, generell das Album wird ein Stück härter werden als das letzte. Also bei dem letzten war es halt so, es war eine Phase, wo wir gesagt haben, okay, das war halt alles ein bisschen romantisch gehalten, relativ ruhig und wir haben auch ein bisschen auf die Fans gehört. Also viele haben gesagt, es ist ein tolles Album, aber schon sehr ruhig und momentan oder bei der Produktion des Albums befand ich mich halt nicht ganz so in einer ruhigen Phase und habe also auch wirklich mal doch etwas härtere Tracks einfach draufgepackt. Das ist also definitiv was, was man sagen kann. Es gibt zwar trotzdem wieder sehr ruhige Stücke. Was man noch sagen kann, ist, dass es sicherlich wieder limitiert auf den Markt kommen wird. Und es wird diesmal sogar zwei Limitierungen geben. Also es wird insgesamt drei verschiedene Versionen des Albums geben. Jeweils mit verschiedenen Bonus-CDs. Also für Fans auf alle Fälle eine ganz tolle Sache, denke ich. Dankeschön.